Heute möchte ich dir ein kleines Ritual mitgeben, speziell für Silvester. Dieses Ritual mache ich am Seminar mit meinen Teilnehmern. Und ja, vorab sage ich es dir schon. Und zwar brauchst du dazu einmal Papier, Stifte, vielleicht Buntfarben und eine schöne Musik. Und was Feines zum Trinken. Vielleicht eine heiße Schokolade, ein Glühwein oder was immer dein Herz begehrt. Ja, und dann kannst du dir Zeit nehmen, so mindestens eine Stunde für dich. Und dann schau, was taucht in dir auf, wenn du an das letzte Jahr denkst. An all die Momente, wo du vielleicht wütend warst, wo du traurig warst, an die Momente, wo vielleicht du erschüttert warst, wo du Ängste gehabt hast, Existenzängste, wo du Angst gehabt hast, vielleicht sogar um deine Gesundheit, wo du Angst gehabt hast, dass andere Menschen krank werden oder die krank waren, dass vielleicht sterben könnten. Vielleicht waren es Gefühle wie Ohnmacht, wie Hilflosigkeit. Vielleicht war deine Existenz wirklich gefährdet. Vielleicht sind Freundschaften zerbrochen oder vielleicht sogar eine Partnerschaft. Vielleicht sind Menschen aus deinem Leben gegangen durch den Tod oder durch Trennung. Ja, welche Erlebnisse hattest du im letzten Jahr? Und dann kannst du all dies auf dein Bild malen oder einfach schreiben. Einfach ein Stichwort auf das Blatt Papier. Und dann kannst du schauen, was war denn Schönes in deinem Leben in diesem Jahr? Welche schönen Momente gab es? Vielleicht, wo dein Herz aufgegangen ist. Menschen, die dich zum Strahlen gebracht haben, die dich zum Lachen gebracht haben, die dich zum Weinen gebracht haben. Menschen, die dich du gespürt hast, da ist so viel Herzensnähe da, da ist so viel Verbindung da, da ist so viel Dankbarkeit da. Auch da nimm dir Zeit und schreib oder mal die Momente auf. Und wenn dir nichts einfällt dazu, es gibt so viele Gründe, wofür man dankbar sein kann. Vollen Kühlschrank, Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, was zum Anziehen, dass du sehen kannst, dass du Hände hast, dass du laufen kannst. Also es gibt so viele Sachen, für was man dankbar sein kann, wenn dir nichts einfällt. Und wenn du so dir Zeit gelassen hast, wirklich Zeit, dass wirklich so das von ganz unten nach oben ploppt und dein Bild fertig ist, dann kannst du an Silvester dir ein Feuer machen. Vielleicht im Ofen, vielleicht hast du einen Holzofen oder vielleicht hast du eine Feuerschale. Und du kannst dann dein Bild, dein Drama, deine Geschichte aus dem letzten Jahr dem Feuer übergeben. Und jetzt denkst du dir, hä, wieso muss ich denn jetzt die schönen Sachen auch mit verbrennen? Ja, es ist alles eine Geschichte. Alles ist vergangen. Das Schöne wie das Dunkle, alles vergeht. Jedes Gefühl vergeht. Nichts bleibt für ewig. Auch das als Symbol, dass wir an nichts festhalten können. Wir können nicht an einem Moment festhalten, der mal war, der vielleicht wunderschön war. Vielleicht ein Kuss oder eine Umarmung. Also auch das gilt es einfach loszulassen, an nichts festzuhalten, denn alles ist vergänglich. Und ich finde es ein wunderschönes Ritual. Wir haben es begleitend mit Trommeln. Aber vielleicht ist ja in deiner Familie jemand dabei, der vielleicht ein Instrument spielt oder ihr singt zusammen. Und ganz schön ist es natürlich, das im Kreise deiner Liebsten zu machen. Vielleicht mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinem Partner, mit deinen Kindern oder mit Freunden. Dass du
Stifte bereithältst, Papier und sagst, so, jetzt machen wir mal ganz was anderes als normal an Silvester. Das ist ein kleiner Impuls für dich und ich würde mich natürlich freuen, wenn du es umgesetzt hast. Und wenn, dann schreib mir doch einfach eine kurze Message. Ich würde mich riesig freuen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Segen für das neue Jahr, ganz viel Liebe für dich und für alles, was dich umgibt. Sei gesegnet.